Mein Name ist Erhard Mott, ich bin der Chef meiner E-Bike-Erlebniswelt in Lauda. Und mein Name ist Iris Joost, ich arbeite in der E-Bike-Erlebniswelt. Wir stellen Ihnen jetzt ein Tauberer Tourmodell vor. Dieses E-Bike hat ein Kunde bei uns bestellt. Und zwar, er hat ein Wohnmobil. Er hatte einige besondere Wünsche, ja. Ja, dann der Mann ist relativ schwer. Aus dem Grund hat er sich auch einen starken Bosch Performance CX-Motor gewünscht. Und eine wartungsfreie, zuverlässige Nuvinci-Schaltung. Denn wenn er das in die Garage seines Wohnmobils reinstellt, das Tauberrad, dann soll es nicht beschädigt werden durch irgendwelche außenliegende Bauteile, Schaltungsteile zum Beispiel. Ab Werk haben wir dann auch noch einen Speedlifter dazu geordert. Das war auch ganz wichtig für ihn, dass man in wenigen Handgriffen das Rad so verändern kann, dass es also auch in die Garage reinpasst. Das können wir ja nachher mal ausmessen, bei welchen Größen wir da ungefähr liegen. Mhm. Ne? Die Pedale. Auch die Pedale sind abnehmbar mit einem Handgriff, zeigen wir Ihnen jetzt auch gleich. So, damit es auch Frauen können. Wie meinst du das jetzt? Iris, fange ich jetzt an. Ja, ja, zeig mal du den Speedlifter. So. Also, erstmal natürlich hier öffnen, dann sieht man hier einen kleinen Hebel. Den brauche ich nur nach oben schieben. Check. Und lasse es einrasten. Und schon habe ich das hier insofern verändert, dass es wesentlich schmaler wird. Messen, wollen wir es messen? Das macht schon einiges aus. Wir sind jetzt ungefähr bei... Gehen wir mal da ein bisschen rüber. Ja, so ein bisschen über 20 Zentimeter. Ja, man könnte jetzt dann noch hier das Display abnehmen. Das macht dann auch noch so. Was aus. Und als nächstes... Wenn man jetzt das Rad aber in die Garage einführt... Moment, ich zeige es mal gerade. Dann sieht man da noch die Pedale ein bisschen rausstehen. Ne? So, die nehmen wir dann auch mal ab. Und zwar brauche ich einfach nur hier oben etwas ziehen und schon habe ich die Pedale in der Hand. Mhm. Einmal auf dieser Seite. Hebst du mal gerade. So. Okay, so und jetzt müssen wir es wieder dran basteln. Dieses Pedal hier, das hat eine Sechskantachse. Und um das jetzt reinzuführen, steckt man es einfach hin und dreht etwas die Achse dabei. Und schwupp, ist es schon drin. Also zum Rausnehmen einfach daneben den schwarzen Zapfen ziehe und hier zack und rein. So, hier ist. Ich versuche es auch. Rein, etwas drehen. Ja, und schon könnte es drin sein. Schnapp. Gut. So, dann stellen wir den Lenker gerade wieder gerade. Ach, lass das doch mich, oder? Ich bin gerade so schön da. So, also hier das Hebele. Da ist ein Hebel. Zack, hier hat es eingerastet. Und nun können wir gleichzeitig noch den Lenker hoch und runter machen. Ich zeige mal gerade, dieser Speedlifter hat nämlich auch noch den Vorteil, dass unterschiedlich große Personen mit dem gleichen Fahrrad fahren könnten und sich das ruckzuck anpassen. Also jetzt im Moment wird der Lenker vielleicht für mich ein bisschen zu nieder. So, hoch. Und auch den Sattel. Und sieh da, schon sitze ich ganz passabel drauf und könnte da sicherlich eine Tagestour bequem zurücklegen. So Iris, und jetzt stellst du es mal ein für dich. Ich bin jetzt 1,70 Meter groß. Dann muss das natürlich ein bisschen anders aussehen. Das war's dann schon. Willst du den Lenker ein bisschen weiter runter haben? Ich glaube schon. Mach ihn doch einfach ganz runter. So, ja, gut. Noch besser. Schwuppdiwupp. Ja, prima. Das wär's dann. Also, ein Tauberrad, ideal für zum Beispiel in diesem Fall eine schwere Person. In diesem Fall, meinst du mich? Dankeschön. Nee, natürlich nett. Das ist sehr nett ausgenutzt jetzt, ja. Mit einem starken Motor, mit einer wartungsfreien Nuvinci-Schaltung, breite Reifen. Pannensichere Reifen. Genau, denn man weiß ja nicht, wo man so überall hinkommt, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Das Licht? Das ist jetzt ein Standardscheinwerfer mit 30 Lux. Der ist auch schon hell, aber unser Kunde, der möchte wahrscheinlich abends... an seinem Wohnmobil sein und fährt nachts nicht rum, weil er hat vielleicht Angst vor dem Nachtgrab. Oha. Oha. Ja. Falls der Nachtgrab kommt, ach ja, auch noch eine die ganz schöne, tolle hell Klingel. Tönende Glocke.
Ja, und dann halt eben noch die Ausstattung mit dem Speedlifter und den abnehmbaren Pedale. Also eine tolle individuelle Lösung. Das Rahmenschloss, was auch noch standardmäßig dazugehört, und der große Akku ist drauf, der 500er. Ach ja. Ja, ist so schwer und will in die Berge. Genau. Gut. Ich denke, also, das war's. Sie sehen, was wir alles machen können, gell? Nichts ist unmöglich.